Super schönen guten Tag, liebe Leute. Dann sind wir wieder beim Anime-Duell-Deckbau und dieses Mal haben wir Crow Hogan. Und zwar Crow Hogan, den Schwarzflügel-Duellanten aus Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ja, ich weiß, der taucht auch in Arc 5 auf. Wir werden sein Deck dann wieder aufteilen. Werden wir bei Alexis und anderen ähnlichen Charakteren ja auch so machen. Einmal nur die Karten aus 5Ds und einmal nur die Karten aus Arc 5. Und oh mein Gott, der hat so scheiß viele Karten benutzt. Im Großen und Ganzen eine Schwarzflügel-Strategie ist einfach, hey, wir sind geflügelte Ungeheuer, die sich irgendwie aufs Feld swarmen so ein bisschen. Wobei das Swarming, dass man sie von der Hand specialen kann, ist eher bei neueren Karten. Also er hat auch schon einige davon, wie zum Beispiel hier Gale und Bora. Wo ist Bora hier? Bora, weil er ein Bora hat, das ist lustig. Aber hauptsächlich eher bei neueren. Und dann haben sie halt so ein paar Synchromonster. So, die Sache ist, bei einer bestimmten Karte haben wir uns entschieden, sie rauszulassen. Die Anime-Karten sind alle nicht relevant für uns, das ist klar, dass wir die nicht spielen, aber er hat streng genommen einmal eine Spiegelkraft gehabt. So, das war auch so ein ganz, ganz komisches Filler-Duell, wo er sich mit dem Typen duelliert hat, der eine Uhr reparieren sollte, so eine Kirchturmuhr irgendwie vor so einem Rathaus oder so, keine Ahnung, irgendwo mit auf dem Platz und der hat halt so seinen Spirit verloren und so und er wollte ihm zeigen, hey, du schaffst das und so und dann hat er die Spiegelkraft gesetzt. Und der Gegner und der Typ hat dann angegriffen und er hat gesagt, okay, ich könnte jetzt die Spiegelkraft aktivieren und dann einfach gewinnen, aber ich mache es nicht. Und dann hat der Typ halt gewonnen und sich voll gefreut, hatte seinen Spirit wieder und hat dann die Uhr repariert. Irgendwie so war das. Und das war auch die einzige Stelle im Anime, wo Crow diese Spiegelkraft hatte und an sich hatte er auch eine themeninterne Spiegelkraft. Und er hat sie halt nicht mal benutzt, er hat sie nur gesetzt und dann gesagt, oh nö, jetzt spiele ich sie nicht, damit alle wissen, oho, das ist eine Spiegelkraft, die kennen wir. Er aktiviert sie nicht, weil er so ein lieber Typ ist. Also ja, deswegen werden wir Spiegelkraft nicht in das Deck integrieren, weil es macht einfach keinen Sinn. Außerdem hat er, wie gesagt, eine Themeninterne. Und ja, ich spanne euch nicht länger auf die Folter, ich zeige euch jetzt Crows Deck. So, hier haben wir das Deck von Crow Hogan. Und da, ja, ich musste einige Sachen zu erklären. Paul und ich haben nämlich das Deck zusammengebaut, wie immer. Gerade bei Synchro-Decks ist das, weil sein Deck halt wirklich kompliziert, weil wir hatten so viele verschiedene Stufen und Empfänger und Monster und wir wollten halt, wenn möglichst, alle Schwarzflügel, die ansatzweise spielbar sind, wollten wir halt, dass sie mindestens einmal drin sind, einfach damit er so ein bisschen Variation hat, so, wisst ihr? Weil Crow, das Ding ist halt, dass er ganz, ganz viele verschiedene Schwarzflügel hat. Ich glaube, wir haben jetzt von, ich glaube, wir konnten irgendwie 10 Schwarzflügel oder so nicht spielen oder so, oder ein paar mehr, auf jeden Fall, er hat einfach super viele gespielt. Und ja, von denen haben wir jetzt halt schon einige, also die besten haben wir reingepackt, die am nützlichsten sind. Kommen wir erstmal zu den Synchromonstern. Den schwarz geflügelten Drachen hat er erst Stufe 8, den hat er selbstverständlich nur einmal, denn das ist sein Signer-Drache. Und das ist auch gleichzeitig eins der schlechtesten Signer-Drachen, also eigentlich der schlechteste. Vielleicht noch mit dem antiken Feendrachen in dem Format, aber im Normal ist er ja verboten, egal. Der kann erstmal, wenn wir Schaden bekommt durch den Karteneffekt, bekommt er einen Counter auf sich drauf, verliert 700 ATK und wir können halt einmal pro Spielzug alle Counter von ihm entfernen und ein gegnerisches Monster 700 ATK für jeden Counter verlieren lassen und dann bekommt er die ATK halt wieder. Ist halt gegen Burndecks mal ganz nett, aber im Endeffekt ist er einfach nur ein Beatstick. So, dann haben wir unseren anderen Stufe 8er, Schwarzflügel Silberwind, der Aszendent. Der einzige Nachteil ist, man braucht für ihn mindestens 3 Monster. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist möglich. Sein Effekt ist in Ordnung. Wenn er beschworen wird, können wir halt 2 Monster auf dem Feld wählen, deren Def niedriger sind als die ATK dieser Karte und sie zerstören. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon mal 2 Schüsse. Für die meisten Monster, halt für stärkeren natürlich nicht. Aber meistens haben die Monster weniger als 2800 Def. Und man kann aber in dem Spielzug nicht angreifen und wenn er das erste Mal zerstört werden würde, wie war das? During each of your opponent's turn? Ach ja, das erste Schwarzflügelmonster, was zerstört werden würde durch Kampf, wird stattdessen nicht zerstört. Yay. Also es ist nett, aber ist jetzt auch nichts Großartiges. Dann haben wir unser Stufe 7 Monster, Schwarzflügel-Rüstungsmeister. Der ist ganz cool, der kann durch Kampf zerstört werden. Und kein Spieler kriegt Kampfschaden. Wir kriegen keinen Kampfschaden, wenn der kämpft. Und nachdem er gekämpft hat mit einem Monster, bekommt das gegnerische Monster einen Counter. Und wenn er dann gegen ein Monster mit einem Counter kämpft, wird die ATK des und Def des Monsters zu 0. Das heißt, er kann safe überall rüberrennen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Das heißt, er kann auch theoretisch erst reinrennen. Wir kriegen ja keinen Schaden, wenn es ein stärkeres ist. Und nächste Runde dann halt rüberrennen.
So, und was wir gegen Monster in Piercing, beziehungsweise in Verteidigung machen, habe ich ja schon gesagt, der Piercing Damage, unser Stufe 6 Monster, Schwarzflügel, Rüstung, nee, Waffenmeister, der hat einfach Piercing Damage und bekommt 500 ATK, wenn er ein Monster in Def angreift. Hat dann also auch 2800. Ist ganz nett. Also unsere Hauptstufen sind halt 6, 7 und 8. Und das wollen wir halt auch meistens versuchen. So, wir haben auch ein paar hochstufige Monster im Deck, weil wir die gut fanden. Aurora, das Nordlicht, muss man nicht unbedingt spielen. Er ist nicht wirklich so krass. Aber wir fanden ihn als One-Off ganz nett, weil er hat ihn zweimal gespielt und beide Male war er auch sehr wichtig. Das eine Mal war halt im Duell gegen Rex Goodwin, glaube ich. Und das andere Mal war im Duell gegen einen von den, ich glaube, gegen einen von den Mechlor-Typen. Weil Synchromonster werden ja schlecht gewesen, weil die ja aufsaugen und so konnte er quasi den Effekt von einem Synchromonster im Friedhof kopieren. Also ja, öfter ist einmal auf keinen Fall. Er kann halt spezialbeschworen werden, indem wir zwei Schwarzflügelmonster, einen Empfänger und Nicht-Empfänger vom Feld verbannen. Und dann kann man einmal pro Spielzug ein Schwarzflügel-Synchromonster im Extra-Deck wählen. Und der Name und der Effekt dieser Karte wird halt bis zum... Und die ATK und alles. Er kopiert quasi das Monster. Der einzige Nachteil ist, danach liegt er halt damit 0. Was ein bisschen blöd ist. Aber an sich... Ja, ist halt eine Karte auf 1, die gimmicky ist. Die brauchen wir nicht unbedingt, aber sie ist halt schon ein bisschen ikonisch, wie wir fanden. Deswegen haben wir sie auf 1 reingepackt. Dann, unser Stufe 6 Monster ist Schwarzflügel Elfin der Rabe. Wenn wir einen Schwarzflügel haben, können wir den ohne Tribut normal beschwören, mit 2-2, das ist ziemlich gut. Und wenn er beschworen wird, können wir ein Monster auf dem Feld die Kampfposition ändern. Was auch nicht verkehrt ist. Und mit Stufe 6 kommen wir theoretisch hier mit 1er Empfängern oder mit den 2er Empfängern kommen wir halt auf 7 und 8. Genau, das ist also auf jeden Fall auch ganz nett. Dann haben wir Schwarzflügel, Sirocco, die Morgenröte. Der ist auch ganz cool. Wenn nur der Gegner Monster kontrolliert, wenn der Gegner Monster kontrolliert, dann dürfen wir ihn ebenfalls ohne Tribut normeln. Und wir können halt einmal pro Spielzug quasi die ATK von einem Schwarzflügelmonster bis zur Endphase zur ATK von allen Schwarzflügelmonstern machen. Also die kombinierte ATK, aber nur dieses Monster kann dann angreifen. Das Lustige ist, er zählt seine eigene ATK irgendwie mit. Das hatten wir irgendwie mal bei einem Draft-Battle mit Christian rausgefunden, dass er irgendwie sich selber dann auch nochmal 2000 gibt oder so, ist auf jeden Fall ganz tricky. Die ATK ist auf jeden Fall ziemlich gut, der Push. Und eine Stufe 5er Monster, damit können wir halt auch sehr viel machen, denn wir haben 1, 2 und 3er Empfänger und sogar einen 4er Empfänger. Also unsere 3er Empfänger sind halt Gale und Steam. Wir haben 4 Stufe 3er Empfänger, 4 Stufe 2er Empfänger und 2 Stufe 1er Empfänger. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Empfänger. Sollte, denke ich, ausreichen. Genau, dann haben wir als Stufe 4er Monster, haben wir erstmal Shura, die blaue Flamme. Der ist ziemlich cool, wenn er ein Monster zerstört, dann dürfen wir ein Schwarzflügelmonster mit 1500 oder weniger Angriff vom Deck beschwören, aber sein Effekt ist negiert. Das heißt, alles ab hier dürfen wir das hier alles aus dem Deck specialen. Und das ist ziemlich cool. Außerdem hat er 1,8, ist ein guter Beatstick. Dann haben wir Bora den Speer, der hat den klassischen, also eigentlich ist er ja nicht klassisch, weil die klassischen waren ja so die ersten, aber er war ja auch einer der ersten, also er hat den Effekt, den jetzt quasi alle Schwarzflügel haben. Wenn wir den Schwarzflügel kontrollieren, dann dürfen wir ihn von der Hand specialen. Und er hat halt Piercing Damage. Und ist Stufe 4, das heißt mit den Stufe 4ern können wir locker mit den 3er, 2er und 1ern immer irgendwas machen oder halt auch 4 und 2 und 2 auf den 8er, also wir haben, denke ich, alle Stufen abgedeckt, die wir abdecken müssen. Dann haben wir einen Zephyros, die Elite, den brauchten wir nicht unbedingt, aber ich habe dann gesagt, hey, der ist ja schon ikonisch, so, also vielleicht jetzt nicht unbedingt für ihn, aber es ist an sich eine gute Karte, den wir spielen können und der ist eine Stufe 4er, er ist also nicht verkehrt, lass ihn doch auch einmal reinpacken. Hat er gesagt, okay, er kann halt einmal pro Duell, wenn er im Friedhof ist, können wir eine offene Karte von uns auf die Hand zurückgeben und ihn specialen und 400 Schaden bekommen. Oh, ja, stimmt, diese 400 Schaden können wir dann hier mit theoretisch benutzen, weil wir Effektschaden bekommen. Aber ja, an sich haben wir halt nicht so viele Karten, die wir auf die Hand geben wollen, aber theoretisch ist es möglich, wenn vielleicht mal ein Monster irgendwie effektnegiert ist oder sowas, also, oder vielleicht den Effekt hier nochmal triggern wollen. Auf 1 ist er, denke ich, ganz nett. Dann, außerdem ist sein Effekt eh once per Duel, also, ja. Dann aber einen Koichi, den Tagesanbruch, der kann einfach nur, wenn er spezialbeschworen würde,
dann kann er nicht als Synchromaterial benutzt werden. Ja, es ist einfach nur drin, weil es ein Stufe 4 Empfänger ist und man damit halt nochmal ein paar andere Optionen hat, die man eingehen kann. Aber auch nur auf 1, weil, ja, öfter braucht man den jetzt auch nicht. Eine unserer besten Karten, Kalu der Mondschatten, ist unser Stufe 3 Monster, unser normales, zusammen mit Ghibli. Den können wir quasi abwerfen und unser Schwarzhügel-Monster bekommt dann 1400 ATK für diesen Kampf. Es ist quasi so ein kleines Honest. Nicht so ganz wie Honest, aber es ist auf jeden Fall nett da zu haben. Dann haben wir Gay, den Wirbelwind, auch einer unserer besten Karten. Den können wir ebenfalls von der Hand specialen, wenn wir einen Schwarzhügel haben. Und dann können wir halt einmal pro Spielzug die ATK von einem Monster des Gegners, die ATK und Death halbieren. Und das geht tatsächlich mehrmals pro Spielzug und ist nicht bis zum Ende des Spielzugs. Sehe ich das gerade richtig? Ja, das ist eine sehr gute Karte und es ist eine Stufe 3 Empfänger. Dann einmal Steam the Cloak. Der kann, da muss ich ja selber mal gucken, wenn er das Feld verlässt, bekommen wir einen Token. Und wenn er im Friedhof ist, dürfen wir ein Monster tributieren und ihn specialen. Auch nur once per Duel. Und ja, wenn er danach für eine Synchro-Beschwörung benutzt wird, müssen dann alle anderen Synchro-Monster, alle anderen Monster Schwarzhügel-Monster sein. Aber das ist jetzt ja nicht das Problem bei unserem Deck. Ist auf jeden Fall ein schöner weiterer Stufe 3 Empfänger, der uns ein bisschen Utility gibt. Sodass wir halt aussuchen können, okay, brauchen wir jetzt gerade einen Stufe 3 Empfänger? Jo, okay, holen wir vom Friedhof. Dann so eine kleine, ich sag jetzt mal Handtrap. Wenn der Gegner direkt angreift, können wir ihn von der Hand specialen. Mit 1600 Def. Kann mal ganz gut sein. Und einmal pro Spielzug können wir halt die ATK und Def von ihm ändern. Switchen bis zum Ende des Spielzugs. Er ist hauptsächlich drin, weil unsere Stufe 3 Schwarzhügel-Monster, die keine Empfänger sind, sind gar nicht mal so gut. Wir haben halt quasi nur ihn und Kalut. Ich glaube, sonst hatten wir nur noch einen, aber der wäre nicht so gut. Müssen wir gleich nochmal schauen. Dann haben wir dreimal Blizzard. Blizzard ist auch sehr nice. Das ist unsere Stufe 2 Empfänger. Wenn wir ihn normal beschwören, nur normal, er kann nämlich nicht spezial beschworen werden, dürfen wir einen Stufe 4 oder niedriger Schwarzhügel-Monster vom Friedhof specialen in Death und seine Effekte werden tatsächlich auch nicht negiert. Das kann ziemlich gut sein. Dann haben wir zweimal Fane, die Stahlkette. Da war Paul echt dagegen, dass wir den spielen, aber ich habe gesagt, komm, wir brauchen Stufe 2 Monster, die keine Empfänger sind. Wir haben nämlich sonst keine. Und einfach so als Coverage, damit wir die haben. So. Fane ist halt an sich echt scheiße, also was heißt echt scheiße, er ist halt nicht so gut. Er kann direkt angreifen und wenn er Kampfschaden macht, dürfen wir ein Monster vom Angriffsposition in Death drehen. Kann auch gut sein, aber ist hauptsächlich halt drin, weil er halt ein Stufe 2 Monster ist, was kein Empfänger ist, einfach damit wir alle Möglichkeiten abgedeckt haben. Dann spielen wir einmal Mistral der Silberschild, der ist ein Stufe 2 Empfänger mit 1800 Death. Und wenn er zerstört wird, wird der nächste Kampfschaden diesen Zug zu 0 für uns. Ist ganz nett, so haben wir auch 4 Stufe 2 Empfänger. Dann haben wir zweimal Orochi. Orochi ist ein Stufe 1 Empfänger, den wir ebenfalls von der Hand specialen können, wenn wir einen Schwarzvogel kontrollieren. Und wie war das, wenn er als Synchromaterial benutzt wird, dann dürfen wir ebenfalls die Position von einem Monster ändern. Also tatsächlich können Schwarzvögel relativ oft irgendwie die Kampfposition ändern, was ganz interessant ist tatsächlich. Aber ja, er ist halt als Stufe 1 Empfänger mit drin. Öfter als zweimal brauchen wir ihn nicht, weil Stufe 1 ist jetzt nicht die krasseste Stufe für uns, aber sie kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und dann haben wir noch zweimal einen Stufe 1 Nicht-Empfänger. Der ist quasi, ja, er kann ja als Effekt, wir können ihn abwerfen und damit eines unserer Monster durch diesen Kampf, wenn es gerade kämpft, nicht zerstört. Wir haben ihn auch zweimal drin, damit einfach wir die Coverage haben, genau wie Fane, einfach die Möglichkeit haben, alle Synchro-Monster irgendwie zu spielen. So, jetzt kommen wir zu den Feinkarten. Ich sehe schon, bei der Karte werden sich doch die Leute schon aufregen. Ja, aber wie kommen da noch zu? Erstmal nachgemachte Feder. Nachgemachte Feder ist wirklich gar nicht mal so gut. Wir können halt ein Schwarzhügel-Monster von unserer Hand auf den Friedhof legen und eine normale Feinkarte im gegnerischen Friedhof wählen und sie kopieren. Das wird oft tot sein. Ja, aber wir fanden die Karte ikonisch für Crow. Er hat sie auf jeden Fall ein paar Mal benutzt. Es ist ja quasi wie Grabräuber, nur halt für Feinkarten und dass man noch was abwerfen muss, statt Lebenspunkte zu bezahlen. Deswegen sieht man auch Grabräuber auf dem Artwork, aber ja, an sich fanden wir sie ikonisch, deswegen wollten wir sie schon einmal spielen. Dann zweimal Delta Krea Anti-Umkehrung, zweimal, weil dreimal brauchen wir sie nicht und wir wollen sie jetzt auch nicht unbedingt ziehen. Sie ist sehr gut, aber wir wollen sie nicht ständig auf der Hand haben. Wir können sie halt, der Effekt ist halt, wir zerstören alle verdeckten Zauberfeinkarten vom Gegner und wenn wir drei Schwarzvögel kontrollieren, können wir sie von der Hand aktivieren. Wird nicht immer vorkommen, dass wir sie von der Hand aktivieren, aber an sich ist es eine sehr gute Karte, aber wir brauchen sie halt nicht ständig. Genau wie Black Return. Ist auch eine sehr gute Karte,
Wenn ein Schwarzhügelmonster spezial beschworen wird, dürfen wir ein gegnerisches Monster auf die Hand zurückgeben. Also ist quasi ein Kompuls und wir bekommen Lebenspunkte in Höhe der ATK des Monsters. Die Sache ist, wenn wir die mehrmals haben und dann irgendwie nicht dazu kommen, was spezial zu beschwören oder nichts, was wir auf die Hand zurückgeben wollen, dann ist die Karte halt auch so meh. Und deswegen zweimal reicht. So, kommen wir erstmal, bevor wir zu dieser Karte gehen, zu Blackwing Backlash. Das ist ja quasi die Spiegelkraft des Themas. Wenn ein gegnerisches Monster einen direkten Angriff deklariert, welches muss ein direkter sein, und wir fünf oder mehr Schwarzhügelmonster im Friedhof haben, werden alle Monster des Gegners zerstört. So, das ist ja an sich schon mal ziemlich gut. Die Sache ist nur, erstens, es muss ein direkter Angriff sein. Und zweitens, wir brauchen halt fünf oder mehr Schwarzhügel im Friedhof. Und das heißt, wenn wir sie früh ziehen, können wir sie halt einfach nicht aktivieren, weil wir halt einfach nicht so viele Schwarzhügel im Friedhof haben. Da muss das Duell schon ein paar Runden im Gang sein. Und dann muss es auch noch ein direkter Angriff sein. Das heißt, wenn wir die zwei- oder dreimal spielen, wird sie sehr oft tot sein. Und das wäre sehr ärgerlich, deswegen spielen wir sie nur einmal. Und diese Karte hier ist richtig busted. Die müssten wir eigentlich, wenn es nach Stärke geht, also wenn wir das Deck wirklich nur Stärke bauen würden, aber dann wäre ja auch die und die nicht drin, müssten wir die dreimal spielen, weil Black Sonic sagt, wenn ein gegnerisches Monster einen Angriff auf ein Schwarzhügelmonster von uns macht, verbannen wir alle gegnerischen Monster in Angriffsposition. Das ist also quasi, ja gut, Spiegelkraft, die halt banished, ne? Und wenn wir halt drei Schwarzhügelmonster haben, dann können wir sie von der Hand aktivieren. Die haben wir für dieses Format auf 1 gesetzt, weil Spiegelkraft ist in diesem Format quasi auf 1, Schwarzes Loch ist auf 1, Reißende Attribute ist auf 1. Und das ist ja quasi eine Spiegelkraft. Nur halt, dass sie verbannt. Deswegen haben wir gesagt, hey, die Karte ist in dem Format auf 1, das wäre sonst einfach zu busted. Und ja, wir können sie dann jeweils einmal spielen, das ist ja auch themenintern. So, jetzt aber, welche Karten es nicht ins Deck geschafft haben. Und ihr seht, es sind 25 Monster und von diesen 25 Monstern haben wir tatsächlich sehr viele gespielt. Aber die restlichen Schwarzvögel, die hier sind, die sind halt fast alle echt gar nicht mal so gut. Fangen wir an mit Abrolhos, das Mega-Erdbeben oder was auch immer. Der ist an sich interessant, er kann nicht gespecialt werden und auch nicht durch Kampf zerstört werden. Und wenn die Karte kämpft, dann können wir das gegnerische Monster auf die Hand zurückgeben. Und einmal pro Spielzug während der Main Phase 1 können wir diese Karte 1000 ATK verlieren lassen und alle Karten der gegnerischen Zauberfeinkarten auf die Hand geben. Das ist ja alles ganz nett und so, aber es ist ein Stufe 7 Monster. Und wir haben halt auch nicht wirklich Möglichkeiten, ihn irgendwie abzuwerfen und vom Friedhof zu specialen oder so, zumal er nicht gespecialt werden kann. Das heißt, wir müssen ihn Tribut beschwören. Und das ist halt einfach nicht das Ziel unseres Decks. Unser Ziel ist es, diese Monster hier zu spielen. Und das ist halt einfach so ein gimmicky... Meh. Vor allem dieses sichere Kämpfen, dafür haben wir den Rüstungsmeister. Dann Kogarashi, der Wanderer, den hatten wir zuerst kurz drin im Deckbau, haben ihn aber da wieder rausgenommen, der ist halt Stufe 6 und ein Empfänger. Sein Effekt ist halt, wenn ein Schwarzhügelmonster von uns durch einen Karteneffekt zerstört wird, können wir ihn von der Hand specialen. Und wenn er dann als Synchromaterial benutzt wird, kann das Monster nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden. Das klingt ja schon mal ganz gut. Oh cool, unsere Synchromonster können nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden. Aber wir können ihn halt auch nur specialen, wenn eins unserer Schwarzhügelmonster durch einen Karteneffekt zerstört wird. Das ist so... nicht so geil. Vor allem, um ihn dann zu synchronisieren, bräuchten wir eine Stufe 2 oder ein 1er Monster. Das heißt, entweder Fane oder Jetstream. Und was anderes können wir damit halt nicht machen. Oder sogar zweimal Jetstream, wenn wir den Achter holen wollen. Und das ist einfach nicht so gut. Deswegen habe ich den auch rausgelassen, haben wir drin, aber drin. Der ist komplett schrecklich. Der ist Stufe 5 und hat 1300 Angriffspunkte. Und wir können halt während der Main Phase, können wir ihn vom Friedhof verbannen und ein Schwarzhügelmonster von uns wählen. Und wenn er es dann angreift, bekommen wir keinen Kampfschaden und es kann nicht zerstört werden. Also, und das gegnerische Monster wird danach zerstört. Das heißt, er gibt quasi einfach nur einem Monster quasi irgendwie den Rüstungsmeister-Effekt, wenn wir ihn vom Friedhof verbannen. Aber da muss er auch erstmal hin. Deswegen, Oh, der ist noch schrecklicher. Wenn zwei oder mehr Schwarzhügelmonster von uns diese Runde zerstört wurden, können wir ihn specialen von der Hand. Als Stufe 5 Monster mit 1200 Angriffspunkte. Und wenn er dann für eine Synchrobeschwörung benutzt wird, bekommen wir sage und schreibe 600 Lebenspunkte. Das... ja, das ist einfach... Er hat keine Beine. Das ist jetzt der Grund. Okay, dann haben wir Hillen the Tengu Wind. Den fand ich, glaube ich, ganz interessant sogar. Wenn wir 2000 oder mehr Kampfschaden bekommen durch einen direkten Angriff, oder während die Karte im Friedhof ist, können wir halt eine Stufe 3 oder niedriger Schwarzhügelmonster vom Friedhof specialen
und ihn auch und ihn da, und die beiden dann irgendwie zusammen, wie war das? Nee. Special Summoned Monsters ist Card from the Graveyard. Ah ja, nee, Quatsch. Er specialt sich und einfach nur das Monster zurück. An sich nett, so können wir dann quasi nächste Runde eine Synchro-Beschwörung machen, aber hier ist auch wieder das Blöde. Er muss erstmal beschworen werden, dann muss er in den Friedhof kommen und dann muss der Gegner einen direkten Angriff mit 2000 oder mehr Schaden machen. Das ist einfach alles zu viel, es muss. Zu viel Wenn und Aber. Das ist leider nicht so gut, deswegen leider kein Tengu-Wind. So, haben wir drin. Kalima the Haze. Hat 600.800, hat gute Death-Werte. Wie war das? During your opponent's battle phase, if you control no monsters, you can banish this card from the graveyard. Send target and synchro monster in the graveyard, special summon the target, but banish it at the end of the battle phase. Also ja, er belebt im Friedhof synchro monster wieder, aber die werden danach auch gebanished. Und ja, das ist halt auch eine Karte, die muss erstmal im Friedhof kommen und wir haben an sich bessere Stufe 4 Monster. Und so viele Stufe 4 Monster brauchen wir dann auch nicht und dann ist das der halt leider auch gar nicht mal so gut. Ja, leider. Haben wir drin. Ethesian of Two Souls. Mit sage und schreibe, ja genau, das war unser anderes Stufe 3 Monster, weshalb wir Ghibli dreimal spielen. Der kann halt mit sage und schreibe 400 Angriffspunkten und 1600 Def. Wenn ein schwarzhügiger Monster von uns kämpfen sollte und der Gegner hat immer noch das Monster, können wir diese Karte von der Hand auf den Friedhof legen, um den Gegner 1000 Punkte Schaden zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Karte. Dann haben wir Vayu, The Emblem of Honor, als zweiten Stufe 1 Empfänger neben Orochi. Der kann, wenn sie als Synchromaterial benutzt wird, können wir einen Nicht-Empfänger Schwarzhügel-Monster im Friedhof und diese Karte verbannen und dann ein Schwarzhügel-Synchro-Monster vom Extra... Warte, was? Was? Nochmal, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach nee, er kann nicht als Synchromaterial benutzt werden. Ach so, ach ja, er war der, den wir quasi im Friedhof mit einem anderen Monster verbannen können, um eine Synchro-Beschwörung zu machen. Nee, oder? Jetzt sehe ich mich komplett verwirrt. Nochmal, this face-up card on the field cannot be used as synchro material. If this card is in the graveyard, you can target one non-tuner Blackwing monster in your graveyard, banish boost this card and that target, and if you do special summon one Blackwing synchro monster from your extra deck with levels equal... Ja, okay, doch, wir können mit dem vom Friedhof synchro beschwören. Das ist halt einfach nicht so gut. Also, ja, aber es wäre gut, wenn wir ihn auch auf dem Feld als Synchro-Material benutzen könnten, aber das können wir leider nicht. Das heißt, es ist auch wieder eins von diesen schwarzwürgigen Monstern, was erstmal in den Friedhof kommen muss. Ist einfach kacke. Dann haben wir noch einen Stufe 1 Empfänger. Und zwar Hurricane, der Tornado, mit 0-0. Und dann pro Spielzug können wir ein Synchro-Monster auf dem Feld wählen und die ATK von diesem Monster bekommen wird die ATK des Synchro-Monsters. Bis zum Ende des Spielzugs. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir brauchen ein Synchro-Monster auf dem Feld und dann danach liegt er damit 0-0 und das ist... Wir wollen Synchro-Monster beschwören und nicht die Empfänger so stark wie die Synchro-Monster machen. Das ist einfach nicht unser Ziel. Ja, dann kommen wir zu den Zauberkarten. Das sind sage und schreibe 4 Stück, weil Speed Space ja nicht zählen und ansonsten haben wir auch nur 2 Anime-Zauberkarten. Die Karte ist halt, wir können ein Schwarzhügel-Monster von unserer Hand verbannen und 2 Karten ziehen. Wäre an sich ein guter Effekt, ist es quasi Verlockung der Finsternis, aber wir dürfen diesen Zug nicht specialen. Und das ist Bullshit. Wäre diese Einschränkung nicht, wäre das eine echt gute Karte, aber so ist sie leider echt Müll. Desynchro wollen wir auch nicht machen. Es ist halt nicht hilfreich für uns, unsere Monster zu desynchronisieren. Es bringt uns nicht so viel, wie zum Beispiel Zane, der dann einfach mit 3 Cyberdrachen nochmal angreifen kann. Das ist ja nicht mal eine Quick Spell. So, danke. Dann haben wir Blackwing Strafe. Ja, doch, Strafe. Hat tatsächlich einen deutschen Namen. Wir können ein schwarzhügiges Monster von unserer Hand auf den Friedhof legen, um ein Monster in Death zu wählen und es auf den Friedhof zu legen. Das heißt, wir verlieren 2 Karten für einen simplen Schuss. Auf ein Death-Monster. Nicht mal für ein Angriffsmonster. Ist auch nicht so gut. Nachladen, wissen wir alle, macht Minus, ist echt nicht so geil. Blackwing Revenge, was war das denn nochmal? Wenn ein Schwarzhügel-Monster von uns durch Kampf zerstört wird, können wir Tokens holen. Das ist nett, wir kriegen halt 2 Tokens, aber... Ja, können auch einfach gute Monster spielen. Nächste Karte. Bombardierung, ah ja, das war... Das war auch eine nette Karte. Wir haben auch sehr viele... Schwarzhügel haben so viele dumme Karten. Wir tributieren ein Schwarzhügel-Monster, um ein Synchro-Monster von uns zu wählen. Und das Synchro-Monster bekommt ATK in Höhe des tributierten Monsters bis zur Endphase. Warum sollten wir das tun?
Wir müssen dafür ein Monster opfern. Müssen wir kein Monster für opfern, selbst dann wäre sie kacke. Shadow Impulse, was war nochmal Shadow Impulse? Wenn ein Synchromonster von uns durch, zerstört wird, können wir das Synchromonster wählen und vom Extra-Deck ein Synchromonster mit dem gleichen Level und Typ wählen, aber einen anderen Namen. Das heißt, im Endeffekt können wir damit den Drachen zum Silverwind machen oder den Silverwind zum Drachen. Aber was ist, wenn wir diese Karten nicht beschwören? Dann können wir sie nicht aktivieren. Ist kacki. Dann Black Feather Beacon. Wenn wir Schaden bekommen durch einen Karteneffekt, dann dürfen wir ein Monster von der Hand specialen. Das wird leider nicht immer passieren, deswegen nein, lassen wir das. Das hier ist auch sehr interessant. Wenn diese gesettete Karte zerstört wird, während wir ein offenes Schwarzzüge-Monster kontrollieren, das ist ganz wichtig, sonst wäre sie nämlich zu stark, bekommt der Gegner 1000 Schaden und wir dürfen eine Karte ziehen. Wahnsinn. Selbst wenn es drei Karten wären, wäre die Karte scheiße. ja, dann, oder? Ja, der Gegner muss sie zerstören, oder? Ja. Dann haben wir Black Bag. Auch sehr schönes Wortspiel. Wenn wir ein Schwarzzüge-Monster, also wir wählen ein Schwarzzüge-Monster von uns mit 2000 oder weniger ATK im Friedhof und dürfen es specialen. Das ist eine Wiedergeburt, das ist gut, aber wir dürfen diesen Zug nicht normen oder setten. Und das geht auch nur in unserem Spielzug. Das heißt, wir dürfen das nicht irgendwie mal die Downside umgehen und sagen, hey, ich beschwöre das Monster einfach in deiner Endphase. Das dürfen wir nicht und das ist trotzdem eine Falle. Das ist einfach Bullshit. Dann habe ich Schwarzer Donner, das ist einfach nur eine random Burn-Karte. Warum auch immer. Black Boost. Wir verbannen zwei Schwarzflügel-Empfänger vom Feld. Vom Feld! Und ziehen zwei Karten. Vom Feld. Verbannen. Warum? Würde die Karte heißen, zwei Schwarzflügel-Empfänger vom Friedhof. Da könnte man sagen, okay, dann könnte man die tatsächlich vielleicht sogar considern. Aber das ist einfach nur unfassbar scheiße. Trapstun ist an sich nett. Das heißt, alle Feinkarteneffekte werden diese Runde negiert. Aber wir haben dafür keinen Platz. Wir hatten sie erst drin, aber wir wollten dann stattdessen lieber zwei Jetstreams und zwei Fane, wo es Fane spielen. Deswegen hat sie da nicht reingeschafft. Also außerdem brauchen wir die nicht unbedingt, denn wir haben Deltakrähe Anti-Umkehrung. Staubtornado ist nett, aber wir haben Deltakrähe Anti-Umkehrung. Klar, mit Staubtornado kann man offene auch schießen. Aber das wird meistens nicht wirklich meta. Dann haben wir Defenders Intersect. Während der Battle Phase können Monster werden alle. Wie was? Achso, ja. Alle Monster in Verteidigungspositionen werden in Angriff gedreht und ihre Effekte werden negiert. Ist halt einfach zu spezifisch. Dann haben wir Level Retuner. Wir können die Level von einem offenen Monster von uns um 2 reduzieren. Bringt uns jetzt, klar, manchmal gimmicky etwas, aber in den meisten Fällen ist das einfach nicht gut. Dann haben wir Ebenholzpfeil. Das ist, ich glaube, da steht sehr viel Text, aber im Endeffekt ist es einfach nur, hey, unser Monster verliert 500 ATK und es bekommt Piercing Damage. Ja, ach ja, genau. Und wenn das Monster noch ein Monster durch Kampf zerstört, bekommt der Gegner auch irgendwie noch Effektschaden oder so. Inflict Damage to Opponent equal to the Monsters Original Death. Also ja, es ist einfach nur so ein bisschen Burn und Piercing Damage, es ist einfach nicht gut. Wachminen ist nett. Wenn ein Monster von uns durch eine Zauberfallenkarte getargetet wird, können wir es negieren und der Gegner bekommt 500 Schaden. Ist halt auch sehr, nicht wirklich, also was heißt nicht so generisch, es funktioniert halt nur, wenn der Gegner uns targetet und wenn der Gegner solche Karten nicht hat, dann bringt das halt nichts. Die könnte halt man ins Side-Deck packen, wenn dieses Format hier mit Side-Deck wäre, dann wäre das dann ganz nett, aber so, nein. Und dringender Empfang ist halt auch eher eine USA-Karte und es gibt halt für uns keinen Grund, warum wir entweder im Gegnerzug nochmal Synchro beschwören sollten oder in unserer eigenen Battle-Phase. Da spielen wir lieber ein paar gute Karten. Was war das hier nochmal? Gravity Collapse. When your opponents would summon a monster, send one face up Synchro Monster you control to the graveyard, negate the summon. And if you do destroy this monster and your opponent cannot summon monsters until the end of this turn. Das ist eigentlich tatsächlich eine sehr interessante Karte. Also heutzutage könnte ich mir die sogar vorstellen, wenn man irgendwie ein Synchro-Deck hat, auf jeden Fall First geht. Also die packt man dann halt in Side-Deck, wenn man damit First geht. Und man dann auf jeden Fall weiß, okay, ich bekomme auf jeden Fall in meinem Zug ein Synchromonster und noch ein bisschen was anderes aufs Board.
Und dann kann man die halt im Gegnerzug aktivieren, das Synchromonster tributieren und der Gegner kann dann keine Monster mehr beschwören. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße. Ich bin mir sicher, irgendwie kann man da bestimmt was drumherum aufbauen an einem Side-Deck. Aber ja, nicht in diesem Deck. Nein, wir brauchen unsere Synchromonster. Wir sind froh, wenn wir welche rausbekommen. Und das ist das Deck von Crowhogan. Es sind sehr viele Monster im Deck, aber das ist halt auch Schwarzflügel. Außerdem müssen wir bedenken, dass wir einige davon ja auch relativ gut specialen können. Und wir haben auch ein paar nette Fallenkarten. Und ja, ich glaube, das Deck könnte ziemlich cool werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.